Nein, der Bitcoin ist bis jetzt einfach ein Missverständnis. Die Leute, die ihn kaufen, haben ihn nicht verstanden. Okay. Bis jetzt ist es ein reines Spekulationsobjekt. Bis jetzt lebt es davon, dass im Moment viele junge Leute international auf die Idee kommen, hey, cooles Investment, da gehe ich jetzt auch mit rein. Ob man dem Braten trauen soll oder nicht, da wäre ich einfach noch vorsichtig. Dr. Andreas Beck hat schon in mehreren Interviews erwähnt, dass er im Bitcoin keinen inneren Wert sieht, dass er seiner Meinung nach sogar aufgebaut ist wie ein Schneeballsystem und daher auch wie jedes Schneeballsystem dann irgendwann zusammenbrechen und wieder auf den Wert Null fallen wird. Da ich selbst in Bitcoin und in ein paar anderen Kryptowährungen investiert bin, ist mir persönlich dieses Thema extrem wichtig. Vielleicht ist das ja auch für dich sehr, sehr wichtig. Da werden wir jetzt heute einmal auf die Hauptargumente von Dr. Andreas Beck gegen den Bitcoin eingehen, werden uns das Ganze einmal anschauen, ob es für uns vielleicht Sinn ergibt, ob wir aus dem Bitcoin aussteigen sollten oder ob wir sogar die Argumente von Dr. Andreas Beck hier entkräften können. Dann fangen wir noch einmal mit den zwei Hauptargumenten von Dr. Andreas Beck gegen den Bitcoin an. Es ist eine spekulative Wette und es ist insofern nicht ein Wertspeicher oder es ist nicht heute schon eine Währung, wie das gerne behauptet wird. Und zum einen sagt er ganz klar, der Bitcoin ist seiner Meinung nach keine echte Währung und zum anderen ist der Bitcoin auch kein echter Wertspeicher. Und bevor wir uns jetzt anschauen, ob wir das Ganze auch wirklich mit Daten widerlegen können, muss ich am Anfang schon zugeben, ja, meiner Meinung nach ist der Bitcoin auch keine echte Währung. Wir haben zwar El Salvador, wo man ja auch unter anderem mit Bitcoin bezahlen kann, aber wenn wir uns jetzt die Welt insgesamt anschauen, dann muss man ganz klar sagen, insgesamt wird auf der Welt eigentlich nicht mit Bitcoin bezahlt, beziehungsweise es werden mit Bitcoin keine Güter gekauft. Der Bitcoin hat einen ganz anderen Nutzen und um ehrlich zu sein, ist der Bitcoin, so wie er jetzt derzeit konstruiert ist, auch viel zu volatil, um eine echte Währung darstellen zu können. Allerdings muss ich bei der zweiten Aussage von Dr. Andreas Beck, dass der Bitcoin kein Wertspeicher sein soll, widersprechen, denn meiner Meinung nach ist der Bitcoin ein verdammt guter Wertspeicher, wird es auch in Zukunft sein. Ich werde auch ganz genau erklären, warum ich das glaube. Und man kann sogar sagen, dass der Bitcoin in den letzten Jahren ein extrem guter Wertvermehrer gewesen ist. Denn wenn wir uns den Bitcoin und seine Performance im Vergleich zu einem anderen sogenannten Wertspeicher anschauen, in dem Fall zum Beispiel zu Gold, denn Gold sehen die meisten Experten und Menschen auch als Wertspeicher an und das schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dann muss man ganz klar sagen, hat der Bitcoin eine extreme Performance hingelegt. Also die letzten Jahre bei Bitcoin waren wirklich heftig und tatsächlich hat Bitcoin jedes einzelne Asset outperformed, also auch einzelne Aktien wurden sehr, sehr stark outperformed und insgesamt, wenn man das jetzt im Vergleich sich anschaut zum S&P 500, dann sehen wir, dass Bitcoin das auch extrem outperformed hat. Man muss also ganz klar zugeben, Bitcoin hat es in den letzten Jahren nicht nur geschafft, den Wert des Geldes zu speichern, sondern hat es auch extrem geschafft, diesen zu vermehren. Also die Inflation, wenn man vorher investiert hat in Bitcoin, konnte einem nichts anhaben, da die Kaufkraft durch die Steigung des Bitcoin extrem zugenommen hat. Das ist natürlich extrem wertvoll, das muss man ganz klar sagen und das hängt auch ein bisschen mit dem Konstrukt von Bitcoin zusammen, auf das wir im Einzelnen noch eingehen werden. Ich muss aber auch ganz klar zugeben, ich verstehe, warum Dr. Andreas Beck hier an der Stelle sagt, er sieht Bitcoin immer noch Stand heute eher als Spekulation an, denn Gold ist für ihn tatsächlich auch kein echter Wertspeicher. Er sagt, für ihn ist eher ein echter Wertspeicher, zum Beispiel so eine 10-jährige Bundesanleihe bzw. eine 10-jährige inflationsindexierte Bundesanleihe ist ein echter Wertspeicher. Die sind aber leider in der Vergangenheit jetzt erstmal zurückgegangen, weil die Leute das nicht mal als Wertspeicher akzeptieren konnten aufgrund der Zinspolitik, denn wir hatten Nullzinsen und Negativzinsen und da haben die Leute angefangen, nach Alternativen zu suchen. Und ich denke, dass sogar jetzt, obwohl wir steigende Zinsen sehen, immer weniger Menschen anfangen werden, ihren Wert des Geldes in irgendwelchen Anleihen oder vielleicht sogar in Gold zu speichern. Viele Menschen werden eher anfangen, sich mit dem Kryptobereich zu beschäftigen und dort natürlich erstmal auf Bitcoin stoßen und daher auch den Wert ihres Geldes als allererstes in Bitcoin speichern. Man darf nämlich nicht vergessen, dass die jüngeren Generationen, also sowohl Generation Z als auch die Generation X, viel, viel technikaffiner sind als die Generationen davor und wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist es ja einfach unbestreitbar, dass vor allem die Generation Z offener für neue und innovative Ideen ist als jede andere Generation vor ihr. Und was viele vergessen, ist natürlich auch, dass diese beiden Generationen noch gar nicht bei ihrem Peak angekommen sind, was die Einkommen angeht. Das heißt, sobald wir diesen Peak erreicht haben, dann wird natürlich zum einen hier die Wirtschaft sehr, sehr stark profitieren. Vor allem in den USA wird das Ganze sehr, sehr krass sein, denn die wird von diesen Generationen wirklich sehr, sehr stark profitieren. Aber zum anderen wird auch hier der Kryptobereich und der NFT-Bereich sehr stark profitieren, denn die Leute feiern diese Bereiche. Ich kenne das persönlich von mir auch oder auch von anderen Gleichaltrigen. Ich selbst bin 30 Jahre alt.
die feiern eher Kryptowährungen als zum Beispiel Anleihen oder Gold. Ich selber bin auch sogar gelernter Bankkaufmann und muss ganz klar sagen, ich weiß zwar, wie Anleihen funktionieren, habe aber noch nie in Anleihen investiert oder welche gekauft und kenne auch keinen in meinem Alter, der das gemacht hat. Genau das gleiche Spiel bei Gold. Ich selber habe zum Beispiel schon mal Gold gekauft, also echt Goldbarren, habe das Ganze auch gelagert in einem Safe, habe das Ganze auch verkauft, um diesen ganzen Prozess einmal zu durchlaufen und muss ganz klar sagen, für mich ist das Ganze nichts. Ich finde Kryptowährungen persönlich besser und sehe auch andere, die in meinem Alter sind, die eher in Kryptowährungen investieren, als zum Beispiel in Bundesanleihen oder in Gold. Und daher wird der Kryptobereich auch meiner Meinung nach weiterhin steigen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen den Assets diesen gewissen Wert geben. Also wir entscheiden, wie viel etwas wert ist, indem wir das eben kaufen oder verkaufen. Dann steigt oder fällt der Wert dementsprechend. Daher kann ich auch Dr. Andreas Beck nicht wirklich zustimmen, dass der Bitcoin aufgebaut ist wie ein Schneeballsystem. Denn für mich sieht ein Schneeballsystem komplett anders aus als wie der Bitcoin jetzt stand heute. Dr. Andreas Beck hat zwar vollkommen recht, also der Bitcoin generiert keinen Cashflow, wie zum Beispiel eine Immobilie oder ein Unternehmen. Der Bitcoin steigt auch im Preis nur, weil halt immer wieder neue Käufer dazukommen. Und es ist auch vollkommen richtig, dass der Bitcoin in der Produktion Kosten hat, also Stromkosten wegen dem Mining. Das ist auch vollkommen richtig. Aber wenn wir jetzt nur auf diese Argumente eingehen würden, dann müsste man ganz klar sagen, sind auch viele andere Assets aufgebaut wie ein Schneeballsystem. Und das sehe ich tatsächlich nicht, denn meiner Meinung nach ist ein Schneeballsystem etwas vollkommen anderes. Es ist aufgebaut so, dass wenige oder vielleicht nur ein einziger, der ganz oben auf dieser Pyramide steht, davon profitiert und die Leute, die ganz unten sind, ausbeutet. Man muss einfach sagen, dass Satoshi Nakamoto mit dem Bitcoin ein wirklich neues, faszinierendes Asset kreiert hat. Es ist eine coole Alternative zu den Fiat-Währungen der Notenbanken, zu den alten Assets und zu den alten Wertspeichern. Und man muss ganz klar sagen, es hat auch tatsächlich den Vorteil, dass es dezentral ist und zusätzlich noch den Vorteil, dass es nicht inflationär ist. Denn im Gegensatz zu den Fiat-Währungen, die ja über die Zeit hinweg an Wert verlieren, hat Satoshi Nakamoto den Bitcoin so programmiert, dass wir maximal irgendwann in der Zukunft 21 Millionen Bitcoin sehen werden. Und das wird eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass wir, wenn wir Stand heute dort investieren, dann auch irgendwann sehr stark profitieren werden. Natürlich gibt es dafür keine Garantie und ich kann auch verstehen, dass Dr. Andreas Beck ein großes Risiko daran sieht, dass der Bitcoin irgendwann abgeschafft wird, weil eine bessere Kryptowährung auf den Markt kommt. Und das ist vollkommen normal und vollkommen okay. Das nennt man Innovation. Wenn eine bessere Technik, eine effizientere Technik auf den Markt kommt, dann kann es sein, dass die alte irgendwann abgelöst wird. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir müssen aber auch an dieser Stelle zugeben, dass der Bitcoin es schon geschafft hat, seit über 10 Jahren an der Spitze zu bleiben. Und in dieser Zeit wurden ja schon Tausende, Zehntausende Kryptowährungen auf den Markt geschmissen. Trotzdem hat der Bitcoin es geschafft, an der Spitze zu bleiben. Und das hängt auch mit dem Netzwerkeffekt zusammen. Denn je mehr Leute etwas nutzen, je mehr Leute einer Sache, einer Technik einen Wert geben, desto wertvoller wird das Ganze natürlich auch für alle anderen. Und genau das Gleiche haben wir zum Beispiel auch schon bei WhatsApp gesehen oder auch bei Google. Es gibt ganz viele Messenger-Dienste, es gibt ganz viele Search-Dienste und trotzdem ist WhatsApp und Google auf Platz 1, weil der Netzwerkeffekt einfach so stark ist. Daher ist und bleibt der Bitcoin erstmal auf Platz 1 und behält auch seinen Wert und man muss einfach zugeben, der Bitcoin hat derzeit eine sehr, sehr starke Marke. Hängt natürlich auch mit dem Lindy-Effekt zusammen, der vielleicht dem einen oder anderen von euch etwas sagt, denn der Lindy-Effekt besagt, je älter etwas ist, desto länger wird es auch wahrscheinlich in der Zukunft existieren. Der Grund dafür ist recht simpel, denn die älteren Sachen haben ja schon den Test der Zeit bestanden und an der Stelle muss man ganz klar zugeben, der Bitcoin hat ja schon wirklich extreme Krisen überwunden, hat schon einige Krisen auf dem Buckel und hat all diese überlebt, trotz den negativen Prognosen der Experten. Zusätzlich sehen wir, dass große Player und die Bankenwelt sich jetzt auch für den Bitcoin und für Kryptowährungen interessieren, was natürlich für die Zukunft vom Kryptobereich spricht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Ganze sich sehr positiv auf den Kryptobereich auswirken wird, denn genau wie Dr. Andreas Beck das Ganze ja auch sagt, lustigerweise sind die Leute im Kryptobereich nicht so gebührensensibel wie bei anderen Assets, also wie zum Beispiel bei Aktien oder Immobilien. Und wir wissen alle, Banken lieben es, mit solchen Assets Geld zu verdienen. Daher steigen die auch dort mit in den Markt ein und wir sehen jetzt wirklich diese großen Player, die dort mit einsteigen. Und daher bin ich mir sehr, sehr sicher, auch wenn der Bitcoin vielleicht nicht überleben wird, auf die nächsten 50 Jahre gesehen, wird der Kryptobereich überleben und er wird wachsen, denn die Finanzwelt kann hier extrem viel Geld verdienen und ihr glaubt es selber nicht, dass
dass die diese Chance jetzt verstreichen lassen werden. Das glaube ich nicht. Daher mache ich mir persönlich auch nicht allzu viele Sorgen. Ich bin jetzt in Bitcoin erstmal investiert, weil ich glaube, dass er auch diese Rangspitze an Platz 1 weiterhin halten kann. Werde aber trotzdem meine Augen offen halten nach anderen Kryptowährungen, denn es kann ja wirklich jederzeit eine bessere Kryptowährung auf den Markt kommen. Und da möchte ich natürlich möglichst früh einsteigen. Werde auch dementsprechend natürlich dann Updates geben hier auf dem Kanal. Ihr könnt natürlich aber immer wieder gerne in die Kommentare eure Vorschläge reinschreiben. Interessiert mich auch. Schau mir jedes Mal das Ganze an. Auf jeden Fall kannst du mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was du vom Bitcoin hältst. Bist du investiert, bist du nicht investiert? Ist die Kryptowelt interessant oder ein komplettes Tabu? Wenn das Schneeballsystem vollkommen transparent ist, wie zum Beispiel der Bitcoin, ist es sowieso etwas, ein eigenartiger Unterschied zu allen bisherigen Schneeballsystemen, die man so gesehen hat.